Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir freuen uns ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Wir haben eine Premiere auf diesem Kanal und zwar Herr Muffins erste Beauty Box. Und zwar die Black Box Mayan habe ich ihm bestellt. Das ist die aktuelle vom März 2023. Und die ist ganz schön schwer und groß. Und ja, mal gucken, ob sie ihm gefällt. Ich habe ein Jahresabo abgeschlossen. Das heißt, wir kriegen jetzt 3 Boxen. Jetzt im Frühling, dann, also die kommt alle 4 Monate. Im Frühling, im Sommer und im Herbst, glaube ich, kommen die. Und ja, genau. Ich bin ganz gespannt, ob ihm der Inhalt gefällt. Ich habe noch nicht reingeguckt. Du darfst. Ja. Das ist der erste Blick in die Box. Seidenpapier und Klebi, Black Box Man. Und das Motto ist: Hey Bro. Hey Bro, let's go. Einen besten Freund an seiner Seite zu haben, ist das größte Geschenk. Höchste Zeit also, diese besondere Freundschaft zu feiern. Unsere neue Blackbox Man unter dem Motto Hey Bro liefert deinem Kumpel, Ehemann oder besten Freund Power, Geschmacksexplosion und Dufterlebnisse direkt vor die Haustür, damit er auch weiterhin einen kühlen Kopf bewahrt und dieser coole Typ bleibt. Ist mit QR-Code. Scannen wir jetzt aber nicht. Das ist der erste Blick in die Box. Und du darfst das erste Produkt rausnehmen. Was haben wir da? Kaugummi. Wassermelonengeschmack. Von Brati. Ich wusste gar nicht, dass die auch Kaugummi haben. Das werde ich jetzt gleich ausprobieren. Ja. Wie sehen die aus? Rot. Rot. Zeig mir mal die Packung. Riecht gut. Zuckerfreier Kaugummi mit Süßungsmitteln und Wassermelone-Geschmack, Gluten- und laktosefrei vegan, Brati-Kaugummi, anders fresh. Schmeckt auch. Ja. Schön. Nächstes Produkt. Bitte. American Crew Defining Paste. Das ist für die Haare. Das kenne ich noch von der vorherigen Arbeit. Das riecht gut. Das riecht gut. Das ist so eine Paste für die Haare. Magst du auch ganz gerne von der Konsistenz, ne? Ja. Medium Hold und Low Shine. Das ist gut. Er mag nicht so gerne Glanz. Oder im Haar? Lieber ein bisschen matter, ne? Ich kann's sehen. Da sind 85 Gramm drin und die Dose kostet, glaube ich, um die 20 Euro, wenn man die so kauft. Soll ich die nehmen? Ja. Kannst du das Schwere da mal rausnehmen? Ich dachte, es wäre ein Energy. Wodka Waldmeister. Oha. Waldmeister mache ich gerne. Ja, ich auch. Aber ich mag kein Wodka, nicht mehr. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich werde es ausprobieren. Gib mal, musst du auch zeigen. Ach so, ja, Entschuldigung. Das ist Wodka Waldmeister von Karl Lois. Mit so einem Matrosen drauf. Rubig oder? 10% Alkohol. Enthält Farbstoffe. Das scheint grün zu sein. Interessant. Drei Produkte haben wir noch. Tabak. Craftsman. Duschgel. Bade- und Duschgel. Ja, cool. Das riecht auch gut. Ja. Wie viel Milliliter? Das sind... Steht auf der anderen Seite. 75. 75 Milliliter. Also ich habe jetzt fürs Jahresabo zahle ich pro Box 16,95. Wenn man die einzeln kauft, kosten sie 19,95. Aber ich denke, es lohnt sich trotzdem. Allein durch das American Crew Produkt
Kannst ruhig das nächste schon mal. Allein durch das American Crew Produkt hat man da die Box locker raus. Oh, Pferdesalbe. Pferdesalbe, ist das gut? In meinem Alter ja. Herr Muffin hat nämlich am Freitag Geburtstag, am St. Patrick's Day. Und wird 28. Nein. Fast. Fast. Ich lasse die mal zu. Ja. Ist das so, wenn du dir was getan hast? Genau, was verrenkt denn? Nur echt mit den vier bewährten Inhaltsstoffen. Kampfer, Rosmarin, Rostkastanie, Arnika. Ursprünglich für Pferde gemacht, wird die Wirkung der Salbe seit Generationen weiterempfohlen. Einfaches Auftragen führt zu einer intensiven Kühlung stark beanspruchter Körperstellen. Einmassieren erwärmt das Gewebe zur Entspannung von Muskeln und Sehnen. Mit zusätzlichem Menthol und Koffein sorgt es für einen intensiveren Frischekick. Regeneriert besonders gut nach sportlicher Aktivität. Ja, das ist genau meins. Die vegane Rezeptur ist pH-hautneutral, frei von Silikon und Parabenen. Sie hinterlässt keine Farbrückstände, zieht schnell ein, ohne zu verkleben. Aha. Das ist einmal dieses Produkt hier mit 150 Milliliter. Interessant. Und das ist, glaube ich, das letzte Produkt. Das ist ein Parfüm. Ja, das ist klassisch. Zeigen wir das? Das ist klassisch für die Blackbox Man, dass da meistens ein Duft drin ist, was ich sehr cool finde, weil Herr Muffin mag gerne verschiedene Düfte tragen, je nach Stimmung und was man so vorhat. Und da bin ich mal gespannt, ob der dir gefallen wird. Die Verpackung lässt ja schon, ist ja schon mal cool. Ja. Mach ruhig kaputt. Nein. Oh. Das sieht aquatisch aus. Wo ist er? Da. Lass die anderen auch mal gucken. So sieht der Duft aus. Ah ja, ist aquatisch, wie man schon vermutet. Das ist eine richtig coole Flakon. Richtig cool. Wie sieht der Deckel aus? Oh, der ist richtig schwer. Oh, how satisfying. Das ist John Varvatos 20 ist das, ne? 2x sind 20? Ja. 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 Aha. Das macht sich richtig gut im Bad. Das sieht richtig gut aus. Wie viele Milliliter sind das? Oh, hier unten ist auch Holz. 75. Ja. Abtisantil. Ja. Schick. Und was sagst du zu deiner ersten Beautybox? Ja, gut. Gefällt's dir? Ja. Findest du 16,95 ist in Ordnung? Das ist gerechtfertigt. Ja. Ja, und das war sein erstes Mal Beauty Box. Und in spätestens 4 Monaten seht ihr Herr Muffin wieder zur nächsten Black Box Man. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss. Tschüss.